Sie sind hier, 28. Juni 2018, 17.41 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Wayne Rooney spielte zuletzt für den FC Everton. Urheberrecht Getty Images. Wayne Rooney wird seine Karriere in den USA fortsetzen. Der englische Rekordnationalspieler spielt ab sofort für Washington D.C. United. Der Wechsel des englischen Rekordnationalspielers Wayne Rooney vom englischen Premier League Club FC Everton zum US-Club Washington D.C. United ist perfekt. Dies bestätigten beide Clubs am Donnerstag. Der 32-Jährige unterschrieb beim MLS-Club einen Vertrag über 3,5 Jahre. Es ist fantastisch, in dieser aufregenden Zeit in der Geschichte des Vereins zu D.C. United zu stoßen, mit der Eröffnung des neuen Stadions in nur wenigen Wochen, sagte Rooney. Rooney kehrte im vergangenen Jahr nach 13 Jahren bei Manchester United zum FC Everton zurück und erzielte in der vergangenen Spielzeit 10 Tore. Mit 208 Premier League-Treffern für Manchester und Everton ist Rooney in der ewigen Torjägerliste auf Rang 2. DC United gewann den MLS-Titel zuletzt 2004, gehört seitdem aber zu den schwächeren Teams der Liga. Am 14. Juli wird der Club mit einem Schnitt von derzeit 8.762 Zuschauern sein erstes Spiel in seinem neuen Stadion Audi Field gegen die Vancouver Whitecaps bestreiten. Rooney ist ab dem 10. Juli spielberechtigt, damit steht er DC United noch für 20 Saisonspiele zur Verfügung, 15 davon zu Hause.